Bammel. Sag's euch. Komm schnell in die Schuhe rein mit deinen dicken Füßen, dann ist schon schlecht. Ich kann ja auch barfuß laufen. Ja, aber? Ich möchte dir die Show nicht stehlen. Gasthaus Gickelberg, 5 Minuten zu Fuß, außer Atem, das wird eine stramme Seite sein. Weil viele fragen, ja, machst du den Jakobsweg? Sag ich, nein, um Gottes Willen nicht, sicher nicht. Oder, ja, machst du doch für deine Selbstfindung? Sag ich, nein, selbst muss ich mich nicht unbedingt finden. Sondern ich bin auch gerne unterwegs, sehe Leute, Menschen, Natur. Ich kann stundenlang eben jetzt da wie vorhin am Stuhl sitzen, da ins Tal runterschauen. Und wo geht denn der Weg hin? Dann nehme ich die Karte vor. Was ist das? Da kommt die Karte wieder raus. Ja, wenn du selbst finden willst, gehst du vor den Spiegel und sagst, heute bin ich, oder? Ja, ja gut, das kommt auf tiefe Psychologie rein. Da möchte ich mich jetzt gar nicht aus. Ja, okay. Ja, das ist so ein bisschen der Antrieb und die Motivation. Ja, ich denke, das war jetzt Ende. Also ganz kurz muss ich mal eine Zwischenmeldung machen. Wie lange sind wir unterwegs? 3 Stunden, 4 Stunden, keine Ahnung. Und die letzten 12 Stunden waren so garstig vom Boden her, da hast du echt das Gefühl, dir fallen jetzt die Viers weg. So eine Scheiße. Sag auch was.
So, wir sind im Montefiordhof. Oberhalb von Katharinaberg. Wenn ihr an den Weg denkt, wird es mir schon wieder schlecht. Die letzte Stunde gestern war im Dauerregen. Das war gut für die Füße, schlecht für den nassen Rucksack jetzt noch. Aber ansonsten, ja, die Füße fühlen sich an wie ein Panzer. Und wenn du auf den Weg schaust, kriegst du wieder das kalte Gaus und spürst eigentlich das, was gestern Nachmittag schon wieder gefühlt hast. Gell? Heute ist die Strecke hoffentlich nicht ganz so lang, aber ich glaube doppelt so steinig, soweit ich es in Erinnerung habe. Ja, bis dann. Martina, du bewirtschaftest den Montefiordhof in Südtirol. Mhm, genau. Warum hast du den Hof übernommen und führst den weiter? Also ich habe voriges Jahr im Oktober den Hof übernommen. Und das ist natürlich was Schönes, wenn man sieht, dass auf dem Hof weitergeht, dass alles so erhalten bleibt, dass man den ländlichen Raum weiterhin pflegt. Und den Hof zu übernehmen war für mich jetzt nicht von Anfang an klar, weil wir vorher ja auch einige Jahre auf der Alm waren. Aber die Geschwister hatten kein Interesse, den Hof weiterzuführen. Beziehungsweise es war das Interesse vielleicht an der Landwirtschaft da, aber den Viehbetrieb weiterzuführen, jetzt kam für keinen anderen in Frage. Und du machst das mit der ganzen Familie? Ja, genau. Also mein Mann, die Kinder sind auch hier, mhm, und die Eltern, die Forstbesitzer wohnen auch noch im Haus. Und zusammen, also wenn, dann geht es nur zusammen. Und wie alt ist der Hof und wo steht der? Der Hof ist jetzt oberhalb von Katharinaberg auf 1470 Metern, mhm, Meereshöhe. Und der Hof an sich ist, also die Grundmauern sind mit Sicherheit schon mehrere hundert Jahre. Das Haus und Stall und Stadel sind jetzt ungefähr 250 und also der Stall 350 Jahre, mhm, alt. Und dein persönlicher Gedanke zum Montefiordhof? Also ich wünsche mir, dass der Hof auch weiterhin noch mit Herzblut und großem Interesse weitergeführt wird. Und ja. Super, Dankeschön. Bitteschön. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Ja, danke. Thank you.
Mistkäfer. Stefan und ich, Stefan hat gerade ein Barfußherz gespendet. Er findet die Sache cool. Und wo bist du her? Aus Markleberg bei Leipzig. Und der Rainer ist ein ganz toller Bursche. Hat auch schon Kinder und Enkelkinder und darum weiß er, was das bedeutet. Genau. Rainer, guten Weg. Danke. Und weiterhin deine guten Taten sollst du fortsetzen. Okay, danke schön. Gern guten danke Weg. Auch. Servus. Ciao. Servus. Man hat mir also gerade eröffnet, dass am Eiswürfel noch relativ viel Schnee liegt. Ja, wenn ich heute früh nicht zweimal auf dem Klo wäre, muss ich sagen, glaube ich, wird es jetzt passieren. Alter, echt. Ja, ich kann es ja eh nicht senden. Also erstmal aufzeichnen. Servus.
irgendwas zu machen, was zum Schluss vielleicht die Medien wieder auf den Plan ruft, also im Fernsehen oder was. Läuft's schon? Ah, perfekt. Ja, wir sind zwei feine Mädels hier von der Stettinerhütte. Ich bin seit, ich glaube, circa 5 Jahren da. Vor allem, weil mein Bruder ist 9 Jahre älter als ich. Und war auch eben da. Dann bin ich jetzt ganz Mädel im Auer gekommen und habe gesagt, da will ich auch mal auch. Erstens, weil mir die Atmosphäre da voll gut gefällt, weil ich voll gerne mit allen wieder anderen Leuten mitarbeiten tue, weil echt jetzt ja auch meistens wieder jemand mit da ist, wie wieder die Tanja. Und ich finde es einfach super, weil ich nicht der Mensch bin, der gern alle mit den gleichen Leuten arbeiten tut. Ich brauche immer wieder etwas Neues und jemand Neues um mich herum und das funktioniert da eigentlich recht gut. Und da ist auch ziemlich viel Abwechslung. Einmal kann man bedienen, einmal Klo putzen, dann wieder auf den Dach gehen. Also wir haben es ziemlich flott da. Und so ist die Stettinerhütte, die ich Ihnen alle empfehlen, um anzuschalten, um einmal einfach ein schönes Bergpanorama genießen zu können, auch mal barfuß dauern zu können, tut mir viel sicher gut. Und es ist dann halt ziemlich viele Möglichkeiten. Es ist für einfache Wanderer, die halt können einfach auch kommen, für ihre, die richtig bergsteigen wollen, für Kletterer. Wir sind für alle offen und freuen uns auf jeden Besucher. Ja. Sie fangen zu tun. Das bin ich. Das ist der Ausblick von der Stettiner Hütte in unserem kleinen Mini-Kabuff. So 4 Leute auf engstem Raum, aber alles gut. Geschlafen haben wir gut. Das da unten, was ihr jetzt seht, ist so der erste Abstieg. Schon mit Schnee, heißt, da sind gestern schon ein paar ausgerutscht. Und ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber wir haben mindestens 5 Stunden Schotter und Scheiß bergab. Und mir ist wieder mal schlecht, so wie gestern früh, wo wir zur Stettinerhütte aufgestiegen sind, obwohl das verhältnismäßig gut ging und wir auf jeden Fall barfuß so schnell waren wie sehr viele andere. Ja, also, aber heute geht es nur bergab und es geht so richtig vorne auf den Ballen. Man wird sehen. Heute Abend habe ich wieder Internet und dann schau mal. Thank you.
Kleine Erkenntnis des Tages: Wenn es links vom Weg und rechts vom Weg einfach nicht mehr weitergeht, dann stiefel einfach mitten rein ins Leben. Und ich kann bloß sagen, irgendeiner, der irgendwo über uns ist, fängt die auf. Genau. So, die heutige Tour nach 2 Tagen offline war von der Stettiner Hütte runter, von 2875 Höhenmeter auf, ich glaube, 1600 mehr Höhenmeter sind wir jetzt in Pfelders. Also bis auf, sagen wir mal, 1800 Meter ging es relativ gut und dann war eigentlich nur so eine Schotter-Sandstraße, in die heiß war, und du hast dann wirklich jeden Vogelschiss gemerkt. Und das Resultat ist jetzt momentan hier, also die fette Blase unten dran, die wir morgen tapen müssen, weil sonst platzt man die während dem Weg auf. Ja, und der andere, der geht eigentlich, der schaut noch relativ human aus. Aber trotzdem, vorm Weitergehen muss ich es machen, weil wir sind jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt 3 oder was, wir waren jetzt bestimmt 6 Stunden unterwegs, oder fast 6,5 Stunden und 3/4 Stunde Pause. Und der Drohnenflug haben wir halt noch gemacht. Aber ansonsten echt nicht witzig gewesen halt. Ja, also ich bin wirklich so auf alle 4 zum Zeppelchen reingekrackelt. Ja, wie gesagt, der große Zeh wird morgen getaped und dann schauen wir weiter. Alles klar. Gestern sind wir auf 2875 Meter zur Stettiner Hütte hinauf. Das ging eigentlich relativ gut. Das waren 3,5 oder 4 Stunden. 2 Schneefelder überquert und so. Das hat eigentlich so ganz gut hingehaut. War auch von den Füßen machbar. Nachdem wir in der Stettiner Hütte ja nicht duschen können, haben wir halt die Füße so verpflegt, das ging. Aber ja, Stettiner Hütte war okay. Für das, dass es so fast 3000 Meter waren, war es echt okay. Ja, jetzt Pfelders, Mattatz, zum Mattatz, Faltelehof. Wir haben jetzt so 8:45 oder was. Ist schon relativ spät, aber irgendwie, wenn man über das Kinderhospiz St. Nikolaus redet und
mit denen ihr am Tisch sitzt und so, dann zeigt sie das halt ein bisschen, um zu erzählen, warum er das Ganze macht mit Barfußherz. Auf jeden Fall wünsche ich mir selber sehr viel Glück für heute, weil, wie gesagt, die Zehen sind getaped, Blasen sind gelaufen. Momentan sehe ich aber wenigstens Wiese vor mir. Das ist ja schon mal was. Bis später. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich 2017 meinen Wanderstab hier geschnitten habe. Das ist da oben, direkt am Waldrand, bin ich damals barfuß rauf im angehenden Gewitter und habe meinen Stab geschnitten. Und der geht dieses Mal die ganze Tour mit. Schon sehr interessant. Also ich wünsche mir jetzt viel Glück und da geht es jetzt weiter und dann schauen wir, was passiert. Jetzt geht's Richtung Hochmut. Jetzt hoffe ich mal, es läuft ein bisschen besser wie gestern, weil gestern haben wir 9 Stunden gebraucht für eine, ich glaube, 6-Stunden-Tour. Und zum Schluss war der Teer war einfach nur übel und die Forststraßen bretthart mit Millionen von Steiner. Also das war das allerletzte und da habe ich gestern wirklich auch mal dieses Hirschleder unter die Füße. Hat nicht viel mehr bewirkt, weil sie schon so überreizt waren, aber es war besser wie nichts. Und muss echt sagen, die Erkenntnis daraus, manchmal muss man ein klein wenig aufgeben. Aber nur ein bisschen. Bis heute Abend. Das letzte Video von uns zwei beiden. Zumindest bis heute Abend, bis zum Hochmut. Weil dann treffen wir uns spätestens da wieder. Und ja, Kameramann hat Hüfte. Was will ich machen? Wir sind zwei alte Segel. Die meinen, sie müssen es jetzt herausfordern. Und dann passiert halt sowas. Gell? Ich wünsche dir viel Glück. Ich bis dir heute auch. Abend. Alles Glück.
Was ihr hier seht, ist jede Menge Harz auf der Fußsohle. Aber nachdem Harz antibakteriell ist, habe ich mich entschlossen, das ab heute, oder besser gesagt ab gestern, auf der Sohle zu lassen und nicht zu entfernen. Es klebt auch in die Wunden drin, aber ich denke mal, da richtet es keinen Schaden an. Scheiße, machst du jetzt so ein Video oder was? Alter Schwede. Wirklich. Thelen. Thelen, achso, ja. Ja, ja. Waren die hier oben? Ja, die haben okay. Hier geschlafen. Und die haben für euch zwei Schnäpse bezahlt. Ja, dann hätte ich den jetzt gern. Ja, 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 ein Dreher. Wenn ihr mal fast 2,50 seid. Macht irgendwas, was weniger belastet. Alte Säcke, die bilden sich schon manchmal etwas ein, was vielleicht ein wenig zu viel sein könnte. Aber nur vielleicht. Ich bin jetzt, ja, eigentlich habe ich eine Stunde verloren, sagt man, aber die Stunde war nicht verloren. Ich war oben auf der Alm beim Gewitter festgesessen. Dann war ein Holländer, also wir haben erst über Barfußherz geredet. Dann war ein Holländer, der hat mir zwei so Glücksbringer, Holzschuhe geschenkt. Ja, die er mitgenommen hat von daheim für die Tour. Dann hat ein Ehepaar, hat man einen Fünfer hingelegt. Das andere Ehepaar, bestimmt schon 70 oder was, hat man auch einen Fünfer hingelegt. Das gerade ausgeschüttet hat natürlich dann die Wirtin. Da kam der Bub und legt man einen 50er hin. Und sagt, der braucht keine Spendenquittung. Ist jetzt fürs Hospiz. Sag ich, super, sag ich, aber schreib's mal auf. Ja, dann hat er es mal aufgeschrieben. Dann habe ich gesagt, du kriegst auf jeden Fall eine Spendenquittung. Dann kam die Wirtin ums Eck, legt mir nun 50er hin, sieht den ein Ding, ja, ist das eh schon von uns? Dann sage ich, ja, das hat der Bub gerade gebracht.
Sagt sie, ja, dann hast du jetzt da 59er und dann passt es schon. Und dann haben wir ewig noch ein bisschen geredet und so. Sowas erlebst du in deinem normalen Leben nie. Und ich bin so dankbar für die ganze Sache, muss ich echt sagen. Und jetzt sieht man schon wieder, jetzt donnert es im Hintergrund, jetzt gehe ich weiter, weil ich muss noch irgendwie auf den Giggelberg. Jetzt hat es mich sauber erwischt. Vollgas auf der Stufe drauf. Eine Woche diese Scheiße. Blub, blub. Das ist echt gut. Nochmal bitte. Ist das hier wieder dein Kameramann? Ist der wieder da? Ist das ein Mann? Warte doch mal. Ja, genau. Der hatte Hüfte. Ja, genau. Ist auch einer Mann mit der Hüfte. Was? Ich bin begeistert. Wieder rausgeschnitten mit der Flex. Alles umgeknickt, unten Rohleder, oben Rohleder, vernietet, dann oben nochmal Hirschleder drauf und dann außen rum gemäht. Und dann haben wir gedacht, ich steig da rein. Achso, für dich war es ja klar. Ja, das war nur ein kleines Steinchen. Ne? Und eine brettharte, breite Piste, ja, ohne Randstreifen. Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, richtig. Ja. Lass dir gut schmecken. So, offiziell letzter Post von dieser Tour. Also es geht danach natürlich immer wieder weiter, wegen die Spenden. Aber die Tour ist jetzt hier zu Ende. Ich bin jetzt hier in der Bergbahn. Man hört es im Hintergrund, wie es surrt, weil die eine gerade rauf und die andere runterfährt. Und ich bedanke mich für die ganz vielen tollen Gespräche und Begegnungen in dieser Woche. Und für die Spenden und am stärksten sind die Begegnungen im Kopf. Das ist unglaublich, was das diese Woche Menschen bewegt hat, diese Tour. Und bin sehr, sehr glücklich. Meine Füße sind allerdings auch glücklich, weil sie wissen, sie gehen jetzt ins Tal und setzen sich ins Auto. Aber ich werde auch das erst einmal ein, zwei Tage verarbeiten müssen, was da alles war, weil auch du bist so auf den Boden fixiert, du bist so mit dir selber und alles andere wird irgendwie unwichtig. Nur noch das Kinderhospiz St. Nikolaus und deine Füße treiben dich voran. Und es ist eine interessante und tiefgreifende Erfahrung gewesen. Und ich bin wirklich froh, dass ich es auch durchzogen habe. In diesem Sinn, Dankeschön. Ich fahre jetzt ins Tal mit der Texelbahn und dann geht's erstmal nach Hause.